und die Innenschicht. Im Modell sind die Schatten verkürzt. Die vordere Längsseite des Modells zeigt die weiter unbekannte Linienführung der Lockerbahn bei Wasser. Die Ingenieure der Gotthardbahn standen damals, in den Jahren um 1870, vor einer schwierigen Aufgabe. Die Bahn sollte möglichst schnell und mit möglichst schweren Zügen den Berg überwinden. Die Linie durfte die maximale Steigung von nur 26 Promille nicht überschreiten und die Kurvenradien durften nicht enger gezogen werden als 300 Meter. Diese Vorgaben verursachten hohe Kosten. Trotzdem wurde an diesem weitsichtigen Ziel festgehalten. Nach Erstfeld steigt das Tal stark an. Deshalb musste die Strecke künstlich verlängert werden. Gleichzeitig wird das Tal aber auch sehr eng. Deshalb konnten die Ingenieure die Verlängerungen nicht auf gewachsenem Terrain bauen. Sie wurden von den Berg verlegt. So entstanden die Kehrtunnels. Die vordere Längsseite des Modells beginnt rechts außen mit dem Pfaffensprungtunnel. Die Züge unterfahren anschließend den Kirchhügel von Wassen, um dann in den Wattinger Kehrtunnel einzutauchen und sich auf die gleiche Höhe wie die Wassener Kirche zu schrauben. Nach Passieren der Station Wassen lässt der Lettistein-Kehrtunnel